An die smarteste Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Best-of. Es ist soweit, die nächste Icon SBC ist rausgekommen, und zwar Baby oder mit Icon. Der Preis eigentlich gar nicht so teuer. 375.000 Münzen bezahlst du. Wir haben 50 Stück geöffnet. Unter anderem auch das bei mir auf dem Patreon-Account. Ich sag's mal so. Was wir hier gezogen haben, war absolut geistesgestört. Ihr könnt euch das sehr gerne angucken. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Habt ihr Bock auf ein zweites Best-of? Das wäre ganz wichtig zu wissen. Wenn ja, bereitet sie gerne vor und öffnet sie bei mir im Stream. Da würde ich mich riesig freuen. Twitch unten dazu ist der Link in der Videobeschreibung. Da fehlen uns noch 1000 Leute. Bis zu 100.000 Leute. Ne? Ja, also wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne reinfolgen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne rein, wen habt ihr gezogen? Wie findet ihr die SBC? Wie findet ihr das Best-of? Was denkt ihr so? Ja, aus den 50, geht das klar oder geht das nicht klar? Kuss geht raus, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir starten rein ins Best-of. Let's go. Okay. Männers, okay. Wir haben es. Das Basis oder mit Icon Pack. Kostet 350.000 Münzen. Wir können ja alles drin haben. Es ist nicht wiederholbar. Wir haben es abgeschlossen auf dem Patreon-Account. Wir machen bei mir, fangen wir an mit dem Icon Roulette. Und dann gehen wir rüber zu euren. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir starten rein. Ich will den R9 heute sehen. Den mittleren aber. Was anderes will ich hier nicht. Ich habe vor uns noch Real Madrid-Trikot abgeschlossen. Wir gehen rein. Gib ihm. Hat funktioniert. Okay. Hat funktioniert, Männers. Hat funktioniert. Wir machen weiter Mittelfeld. Mittelfeld, Jungs. Wir gehen wieder durch. Spanien. Komm schon. Sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Portugal. Ah. Hm? Ist aber, ich glaube, auch gut. Italien? Ja, sehr gut. Niederlande lassen wir weg. Deutschland? Ja. England? Nein. Ja. Wichtig. Wichtig, Chat. Argentinien. Maradona, komm schon. Ist trotzdem okay. Ist trotzdem okay. Ist trotzdem okay. Brasilien. Auch nicht. Niederlande rullet. 90er rullet. Ich weiß gar nicht, was da für eine Position ist. Rullet! Oh Gott, hatten wir schon, Jungs. Hatte ich schon. Hatte ich schon. Ist ja United-Team, Jungs. Okay, wir haben keinen Mittelfeldspieler. Oder? Wir gucken kurz. Ja. Kein Mittelfeldspieler. Kein Verteidiger. Okay. Stürmer. Oh, ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt, Chat. Als allererstes. Wir machen das anders, Chat. Stürmer. Wir gehen wir hier durch. Wir machen erstmal. MS haben wir. MM haben wir so. Torwart hatten wir schon. Torhüter hatten wir auch schon. Skodi, erstmal vielen Dank für den 12. Ein Jahr Support. Kuss geht raus. Vielen Dank für den Support. Danke, danke, danke. Gönnt ihr R9 mit. Kuss geht raus. Dankeschön. Okay, wir fangen an. ZMS. Okay. England. Gut. Frankreich. Komm. Okay. Deutschland. Okay. Niederlande lassen wir weg. Italien. Sehr gut. Portugal lassen wir weg. Spanien. Okay. RF. Was haben wir für RFs? Garincha, ne? Ah. Figo. Stimmt. Portugal. Okay. Ja. Okay, 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 okay. Best haben wir ja schon. Mit nur Top 9 Nationen. LF. Wen haben wir bei LF, Chat? Ich glaube Frankreich, ne? Mit Henri. Und Overmars, okay? Okay. Overmars? Niederlande. Bitte nicht. Was kostet der? Kostet der schon? Kostet der gut Geld? Nein, 5 Sterne schwacher Fuß, der ist gut, Chat. Ja, perfekt. Da haben wir das Thema geklärt. Heißt sozusagen auf ganz entspannt 80.000 Münzen haben wir alles rausgeholt. Wir gehen rüber zu euren Packs. Und wir, ihr habt jetzt hier kein Pack, lag Straße aus. Komm mal, wir gehen rein, let's go. Mein Lieber, es ist das zweite und das erste von euch.
Rein da, ihr wisst, wenn alle Flammen aufgehen, 90 plus Spanier MS. Baby Raoul, es geht genauso bodenlos weiter, wie es bei mir angefangen hat. Abfall, wir gehen rein. Ungefähr 350-400k, glaube ich, kostet die ganze SBC. Es wird Ballach, oder? Oh, bitte Mittel, wenigstens Mittel. Aber ich glaube, das sieht aus wie Baby, oder? Oh, wir haben jetzt 3 Baby-Icons gesehen. Auf geht's, super steif. Hol jetzt uns die erste Prime raus. Die erste, oh, Hachi. Wenigstens Prime. Prime mit, meine ich. Ja, die erste Mit-Icon, die wir sehen. Hachi ist auf jeden Fall eine spielbare Karte. Das auf jeden Fall. Die ist auf jeden Fall spielbar. Sieht auch nicht schlecht aus von dem Wert, ne? Komm schon, komm schon. Kläubert, ne? Mit. Nee, Baby. Nächste Baby-Icon. Also so viele sehen wir halt leider Gottes nicht, ne? So viele große, mittlere Icons sehen wir bis jetzt noch nicht. Ich hoffe, das ändert sich noch. Eufy, mein Lieber. Jetzt hol die erste 90-Pluser raus. Nein? Niederlande? Oh Gott, Köhmann. Nee, Raikar. Oh, okay, Raikar ist spielbar. Raikar ist auf jeden Fall meiner Meinung nach spielbarer als Köhmann, oder? Was sagt ihr? Ausrufezeichen PSN, mein Lieber. Weiter geht es mit Vidic. Wenigstens Vidic mit. Auch da ist es der Baby geworden, ne? Ein Monat mittlerweile auch. Ganz viel Liebe an dich. Danke, danke, danke. Und Cyron mit dem 9. Und das läuft sogar flüssig. Oh, oh, Cole. Ist das mit? Ja, ist halt eine Linksverteidiger-Karte, die kannst du halt immer mal wieder spielen. Sag was, weil so. Baby ist sogar besser, mit schlechter. Und dann ist natürlich absolut belastend. Elmo ist dran mit dem 10. Pack. Es wird Dorklich. Jawohl. Ist zwar der Baby, weil mit wäre 90 plus. Aber Dorklich Big Pull. Elmo, guter Pull. Der erste richtig gute Pull, den wir heute gesehen haben. Ist definitiv ein klarer Win. Und super geile Karte. Eine wirklich super, super geile Karte. Nummer 11, Elu, reiß ab mit, ja, Zidane, nee, auch wieder Hachi, und diesmal, wir bleiben beim Mit-Hachi, leider Gottes Internet nicht ganz so optimal, aber die nächste Mit-Icon wird wieder Hachi werden, auch das ist in Ordnung, 390k ungefähr, nimmst du mit. Nummer 12, Niederlande, ZM? Warte. Oh, Baby Rullet. Ah, ich weiß nicht, hast du den schon nicht gehabt? Ja, Rullet ist... Ja, du hast den schon. Nein. Das tut weh. Das tut so weh, Chat. Das tut so weh. Ich glaube, das hat auch Ton euch gesagt. Okay, wir sind bei Nummer 13. Unglückszahl. Portugal? ZM? Na, Deko mit. Jetzt haben wir wieder eine Mit-Icon. Boah, das ist hart. Komm schon. Wieder kein 90-Pluser. Mexiko. Baby Hernandez. Mit Hernandez. Schade. Ich bin wirklich... Bei Mit und Baby bin ich ja so lost, was die Ratings angeht. Kannst du halt keinem erzählen. Er wird sich wahrscheinlich nicht schlecht spielen. Kostet 365k. Okay, dann ist okay. Ja, okay, das war mein Fehler. Schiebe ich in meine Schuhe, Jungs. Geht auf meine Kappe. Ist mein Fehler gewesen. War okay. Nummer 15. 90 plus jetzt endlich mal. Komm schon. Gibt's nicht. England? Nein. Mit Skulls. Ist das mit? Ich weiß nicht, ob das mit ist. Ich glaube aber schon. Oh, nö. 1300 Follower. 1200 Follower nur noch, Jungs. Und jetzt, Nummer 16. Deutschkopf ist gut. Egal welche Version. Deutschkopf ist in Ordnung. Ja, perfekt. Mein LAN-Kabel ist einfach weg. Aber Deutschkopf 87er war, glaube ich, Deutschkopf Baby. Wenn mich nicht gar alles täuscht. Aber der 87er. Damit wäre LF. Ah, ja, stimmt. Ja, das geht in Ordnung. Deutschkopf geht auf jeden Fall klar. Super gute Werte auch, ne? Und ich glaube, Deutschkopf lässt sich echt nicht schlecht spielen. Ja, die Teams sind krank, ne? Oh, erste 90 plus. Brasilien. RF Garincha. Welcher? Mit. Oh, das ist richtig big. Das ist die beste Icon bis jetzt. Oha, den würde ich... Ich glaube, die gleiche Geste machst du gerade auch zu Hause. Einfach den. Und mein LAN-Kabel geht immer wieder raus und ich weiß nicht warum. Und jetzt holt er was raus aus dem 18. 90 plus, Nummer 2, Back-to-Back, wieder Brasilien. Wieder RF. Wir ziehen Back-to-Back, Garincha. Was ist das jetzt, hä? Was passiert hier, Chat? Wie viele Icons können wir ziehen? 200 Stück?
Und wir ziehen back-to-back eine geisteskrank geile Icon. Hä? Brasilien Vorwasser ist jetzt eingeladen. Oh! Mit Sanchez! Nummer 19! Das ging jetzt relativ schnell. Aber den mit Sanchez sehen wir als nächstes. Hä, hey, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Hat ihn jemand schon mal gezockt? Nummer 20. Nummer 20, komm, ich will weiter so Big Puls haben. Ich will weiter Big Puls. Okocha. Baby. Das ist Okocha, Baby. Das habe ich. Das weiß ich. Ja. Aber jetzt mal nach drei relativ soliden Packs oder vier soliden Packs. Mal wieder eine Karte, die jetzt ja nicht so vom Preis viel wert ist. 90 plus. Nein, aber. Oh, Van Basten. Ich glaube, das ist Van Basten, Baby. Ich sag's mal so, den habe ich auch schon gezogen. Und ich habe noch kein einziges Spiel. Oh ja, doch, ein Spiel habe ich gespielt. Nummer 22, Owen. Nee, Frankreich. Oh, Cantona! Baby. Cantona, Baby. Mit wäre noch geiler, weil einfach wahrscheinlich mehr wert. Aber Cantona, Baby, kannst du auf jeden Fall zocken. Sehr geil. Mega nice. Geile Karte. Also wenn du mit Cantona klarkommst, ist es eine super nice Karte. 90 plus. Niederlande. Kräuf. Ja. Oh mein Gott, was? Let's go. Komm du. Da ist er, Chat. 3 Millionen plus Spieler. Let's go. Wie ich mich freue für euch. Das ist so geil. Solche Karten solltet ihr alle bekommen. Ihr müsst alle diese Karten bekommen, wirklich. Ah, geistesgestört. Nur 41 Steff hat der. Oh nee, dann ist er nicht spielbar, Jungs. Dickes F in den Chat. Dickes F. Wir machen weiter. Nummer 24. Was kommt? Frankreich? Oh nein, Stürmer ist glaube ich nicht. Oh Gott, oh mein Gott. Da kriegst du den Cruyff mit und ziehst als nächstes den Trezeguet. Und los geht's. 90 plus. Brasilien. MS. Nein. Och Mann. Ist doch nicht der Ernst. Ey. Ich hab gedacht, da geht nur Pili. Okay. Oh. Ja. Den haben wir jetzt schon dreimal gesehen. Reicht langsam hier, ey. Ist akzeptabel. Aber wir haben den jetzt schon zum dritten Mal gesehen. Hachi. Wäre cool, wenn wir vielleicht auch andere sehen würden. Aus 25. Dreimal denselben. Dann machen wir übrigens dreimal Garincha. Come on, Spartaner. Spartaner, haut was raus. Wer ist das? Van Persie? Das ist Van Persie, oder? Hey, das ist geil. Das ist gut. Und das ist sogar der Baby. Der ist sogar besser als der mit, glaube ich. Das ist okay. Neue, komplett neue Icon. Würde ich anders fühlen. Wir sind bei Nummer 27 angelangt. Sehen einen Brasilianer. Links. Oh, Carlos. Ah, schade. Nicht damit. Aber Carlos, egal ob Baby oder mit, ist völlig trotzdem völlig in Ordnung. Ja. Lässt sich auf jeden Fall gut spielen. Schnelle Karte. Passt, sitzt halt Luft. Geht klar. Geht auf jeden Fall in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was da auf dem Markt kostet. Aber mit Carlos wäre ich auch zufrieden gewesen, im Gegensatz zu Overmars. Ha, perfekt, Chat. Das war's komplett. Nummer 28. Wir brauchen den nächsten 90-Pluser, wollte ich sagen. Oh, Puskas! Und das kann nur der Mit sein. Das kann nur der Mit sein, weil der Baby hat den 89. Oh, Pick. Nächste kranke Icon, die wir sehen. Let's go! Dickes GG rein. So eine schöne Karte, Chat. 95 schießen. Ne? Das ist eine Karte, oder Puskas ist die Icon, die für mich den krankesten und härtesten Schuss hat bis jetzt im Spiel. 1,4 Millionen nimmst du mit. Sehr geil. Freut mich riesig für dich. Aber du hast auch ganz gut Luck, was deine Iconbacks angeht. Das muss man ja schon mal erwähnt haben. Aber Puskas ist halt insane.
Und dann mal gucken. Weiß noch nicht, ob ich unbedingt rausgehe. Ich will eigentlich pro Karte mindestens 6-7k machen. Ohne Text. Und da sind wir bei 29. Ne? Und das ist Etienne, Baby. Bitte, Baby, bitte, Baby. Ja, big, wichtig. Ganz, ganz wichtig. Baby Etienne besser als der Mid. Das ist sehr, sehr geil. Den kannst du auf jeden Fall mitnehmen. Auch das ist, glaube ich, eine Karte, die über fast 900 oder 900k kostet. Numero 31. Ich erwarte was. Ich erwarte was Großes. Jetzt. Ja. Ich habe was Großes erwartet. Hab jetzt nicht so viel bekommen. Wir machen weiter. Nummer 32, Spanien, ZM. Und es wird werden Xavi. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass der mit Xavi gut spielbar ist. Ist das mit? Ich weiß gar nicht, ob das mit ist. Ich glaube schon. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass der spielbar ist. Auf jeden Fall. So schlecht sehen die Werte halt als ZM nicht aus. Da kostet halt nur 250k. Ist der Baby? Ach so. Nummer 33, es ist eine Schnapszahl. Sehen wir die 90 Pluser, den sehen wir passieren. MS, bitte, 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 bitte. Ja! Ele, Jungs! Komm du! Bumm! Bumm, bumm, bumm! Let's go! Geil! Sei dir wirklich so gegönnt, mein Lieber. So gegönnt! Let's go! Da ist er, Chat. Guck mal, wie süß er grinst. Ich habe ja ein Obermaß gezogen. Tauschst du den vielleicht? Mein Obermaß kostet 80k, deiner kostet 5,8 Millionen. Ist guter, denke ich, ein guter Tausch, habe ich gehört. Wir machen weiter. Nummer 34, Portugal. Äuse, 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 Äuse. Ah, ne, Äuse ist MS, oder? Nee, aber der Baby ist Baby MS. Ja, ich glaube, ah... MS, ne? Ach, Kacke. Oh, das wäre jetzt so geil gewesen, ne? Come on. Nummer 35. Nein, oh Gott, Schatz, zum zweiten. Wenigstens damit. Ich glaube, der Baby ist sogar besser als damit, oder? Nummer 36. 90 plus, komm schon hier. Gönne weiter. Frankreich, ja? Petit. Oh, der Sai. Der Sai mit gute Karte. Maschine vor dem Herrn, Jungs. Der Sai big. Natürlich. Definitiv Rinne. Geisteskranker Sechser. Eine absolute Maschine. 580k ungefähr? Okay, dankeschön. Geisteskranke Karte. Okay, weiter geht's. Das ist Henri. Baby Henri. Coole Karte. Ich würde mich freuen. Weil wegen hier. Ist, denke ich, mal klar. Wegen da. Für mich wäre Henri absolute Liebe, den einfach First Owner zu haben. Und er wird sich auch dieses Jahr nicht schlecht spielen lassen. Zu 100%. Der wird sich dieses Jahr nicht schlecht spielen lassen. Und ich bin halt Henri, ist halt mein absoluter Liebling. Das ist mein Schatzi. Das ist mein Schatzi, der gute alte Henri. Deswegen, ich fühle ihn halt komplett. Oh, 90 plus. Eto'o. Das muss auch der mit sein. Let's go. Die Klatze ist am Start. Aber wir ziehen heute, also wir ziehen schon kranke Karten. Ja, das muss man schon sagen. Man zieht schon nicht so schlechte Karten. Zu 100%. Sehr geil. Geht definitiv in Ordnung, Patschi. Und damit ziehen wir die... Perlo, ne? Oh nein, wir ziehen die 90 plus, die nächsten 90 plus Icons mit Perlo. Da kann so viel kommen bei 90 plus, aber doch nicht Perlo mit. Ah. Ja, wird sich halt wahrscheinlich... Ist halt dieser andere Passgeber, ne? Dieser ganz andere Passgeber. Aber ob der sich gut spielt, das kann ich leider Gottes nicht sagen. 40. Pack. Tschechien zum ersten Mal. Das ist Netvet und das ist der Baby-Netvet. Das ist der Baby-Netvet. Als ZOM wird er wahrscheinlich sehr geil zu spielen sein. Aber ist halt wahrscheinlich auch nicht so viel wert. Aber als ZOM ist, glaube ich, 218k, ja. Ich glaube, das wäre halt schon... Ich denke, als ZOM wird er sich richtig gut spielen lassen, meiner Meinung nach. 41. Kein 90 Pluser, Brasilien, ZOM, Dinio, KK, ja, okay, KK ist gut, KK ist nice, einer der besseren Baby-Icons, die du ziehen kannst, definitiv, das ist nice, das ist okay, den nimmst du mit, coole Karte,
Italien-Trikot passt jetzt nicht ganz so sehr, aber sieht ein bisschen so aus wie das blaue Brasilien-Trikot. Man muss positiv denken. Oh, nächster Icon-Pack Nummer 42, Italiano Zambrotta. Oh, nee, Maldini, okay. Ich habe jetzt gedacht, mit Zambrotta habe ich jetzt nur gerechnet. Aber stimmt, Baby Maldini gibt es ja auch noch. Ich habe den halt noch nie als LV gespielt. Ich glaube, immer habe ich, wenn ich gegen den gespielt habe, hat er immer IV gespielt. Und da war der echt gut. Du musst halt einen Innenverteidiger finden, den du halt auf den Außen spielen kannst. Let's go. Komm schon. Wieder Italien. Jetzt. Oh, Baby Cannavaro wäre besser gewesen. Baby Cannavaro ist stärker als der Mid. Cannavaro ist zwar nice. Ich liebe Cannavaro, aber der Baby wäre viel besser gewesen. 250k kostet er nur. Ist auf jeden Fall besser als Nesta, klar. Besser vielleicht auch als Baresi, aber der Baby wäre big gewesen. Schade. Nummer 44. Dorklich Baby. Sehr, sehr starke Karte, Chat. Richtig, richtig big. Das muss man wirklich sagen. Super, super nice. Komm schon, Nummer 45. Wieder kein 90-Pluser, aber MS. Oh nein, 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 nein. Nein. Dieser Eusebio, dieser Kräuf. Baby hätte es so gut im DVB-Trikot sich gemacht. Ich sag's euch, wie es ist. Nummer 46. Es geht wieder durch. Portugal. ZM, gib ihm Figo. Gib ihm Figo. Oh nein. Nummer 47. Kein 90-Pluser mal wieder. Deutschland IV. Oh nein, Klose. Oh, 90-Plus im drittletzten. Ja, 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 ja. Hier, Jungs. Oh Gott. Wir ziehen sie einfach alle. Wir ziehen sie einfach alle, Chat. Jetzt fehlt nur noch der 94er R9. Wir haben die zweit, die dritt und die viert teuerste mit Icon gezogen. Wir gehen rein ins vorletzte Icon-Pack von diesem Best-of und sehen Eusebio, halt's Maul. Das ist doch nicht der Ernst. Was ziehen wir heute hier? What the... Was? Was ziehen wir heute hier? Ich komme nicht auf mein Leben klar, Männers. Ich komme nicht auf mein Leben klar. Was ziehen wir hier bitte alle, hä? Und wir gehen rein ins letzte Icon-Pack für dieses Best-of. Wenn ihr Bock habt, dass wir noch eins machen, schreibt's mir gerne rein. Es wird vielleicht nochmal ein Ferdi... Mit Ferdinand, das ist ein guter Abschluss. 50 Stück gemacht und holy shit, was haben wir gezogen. Im Endeffekt muss man echt sagen, Geist ist gestört. Wir haben Pelé gesehen mit, wir haben Rullit mitgesehen, Euse mit, Cruyff mit. Was waren das bitte für kranke Karten? Puskas mit, Eto mit, zweimal Garincha mit. Das ist so insane. Ich muss eins sagen, mir hat es wieder richtig Spaß gemacht. Wenn ihr Bock habt, dann können wir dazu noch ein zweites Video bringen. Dann machen wir nochmal ein Best-of. Schreibt mir das aber gerne in die Kommentare. Stimmt, den Netwett dürfen wir nicht vergessen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag. Vergesst nicht, lasst einen Daumen da. Sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Ich bin damit raus. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Kuss, kuss.